Ja, hallo meine Lieben, da sind wir zurück bei Ryzen 2. Ich muss ganz ehrlich sagen, durch Fallout 4 bin ich jetzt hier ein bisschen raus. Deswegen muss ich jetzt überhaupt erstmal gucken, wo war ich jetzt. Also für euch wird es ja wahrscheinlich jetzt nicht so der Umbruch sein vom letzten auf das jetzige Video. Aber für mich ist es das was. So, was wollten wir machen? Was haben wir denn hier? Die Lieferung für Crow. Die Piraten im Tempel, der warten auf ihre Lieferung. Klick für die Lieferung. Aha, okay. Auf der Karte. Markieren wir das jetzt einfach mal auf der Karte. Und dann gehen wir dahin. Warte mal, oder war das goldene Symbol dafür, dass... Auftraggeber. Verdammt. Vielleicht kann ich mal hier pennen kurz. Das wäre auch gar nicht schlecht. Slick. Ah, ne. Du warst mit Hikoko draußen vor dem Dorf. Ja. Was habt ihr da gemacht? Das geht dich gar nicht an. Wir haben Jade für Kapua besorgt. Wir haben Jade für Kapua besorgt. Ono. Ups. Irgendwas heckst du doch aus. Ich weiß es. Mach doch, was du willst. Ich muss jetzt weiter. Capo, Gucho. Ja, ja. Naja. So, wieso kann man sich bei dir mal... bis zum nächsten Morgen schlafen. Machen wir das doch mal. Dann sind wir wieder frisch und erholt. Warum tust du das? Was? Warum nicht? Das Bett wurde mir weiß angezeigt. Sheku? Sheku? Ulele. jetzt nicht. Ich guck mal gerade, ob ich noch irgendwas hätte, was ich verkaufen könnte. Jota Plunder. Dietrich soll ich behalten. Radschloss. Wichtiges Bauteil zur Herstellung von Musketen und Pistolen. Ja, das sollte ich dann vielleicht auch behalten. Lass mal. Gut. Muss ich nochmal kurz mein Logbuch gucken. Was haben wir denn hier noch? Den müssen wir befreien. Hawkins. Genau, Hawkins befreien und Tahana befreien. Ach, dann gucken wir doch mal bei dem Typen Turm vorbei. Genau, das ist ja dieser Tahana. Ich glaube, das müsste da sein. Ich glaube, bei ihm habe ich noch nicht vorbeigeguckt. Hey, Chani schickt mich. Ich will dich befreien. Chani, das ist gut. Also, irgendwelche Vorschläge, wie ich dich hier rauskriege? Der Schlüssel. Die Wache hat ihn fallen lassen. Hier im Hof. Ich gehe mal suchen. Oh, was ist denn überhaupt passiert? Tahana wollte zum Friedhof der Shaganumbi, aber Blauröcke waren schneller. Was wolltest du denn auf dem Friedhof? Kikichani wollte, dass ich das Shaganumbi-Idol dorthin bringe. Aber ich habe es weggeworfen, als die Blauröcke kamen. Ich muss es finden, Gucho. Aha. Boah, ich habe gerade keine Ahnung mehr, was Shaganumbi nochmal war. Schlüssel. Den hätte ich ja vorher nicht irgendwie finden können. Egal. Alles klar, ich hab den Schlüssel. Ich lass dich raus und dann bringe ich dich zurück zu den Shaganumbi. Die Wache wird uns nicht gehen lassen. Das werden wir ja sehen. Gut, ich werde vorgehen. Yalla, yalla. Kabuki! Oh! Ja, das ist doch ein einigermaßen einfacher Kampf. Ah, kann ich noch kurz, rede ich noch mal kurz mit denen. Hey, was glaubst du, was du da machst? Du kannst doch nicht einfach mit unserem Gefangenen abhauen. versuchen wir mal einschüchtern. Nee. Guck doch mal weg. Du
spinnst ja wohl. Jetzt kannst du was erleben. Jetzt will er nochmal kämpfen. Komm her! Hilf mir! Da. Oh Gott! Zack! Da. Wow! Zack und zack. Na? Da! Und nach vorne. Tja. Wow. Ist er diesmal tot? Hau, gehen wir. Dann gehen wir jetzt einfach mal so. Okay, ich dachte, ich kann da irgendwie noch ein klärendes Gespräch mit ihm führen, aber nein, wohl nicht. Situation erklären, so mal ein bisschen auf ihn eingehen und sagen, ja, also ich wollte jetzt auch nicht, dass du es irgendwie falsch verstehst. Aber vor allem, wie hat er das von da unten mitbekommen, dass ich das Schloss aufgemacht habe? Du hattest recht, Gucho. Das war leichter, als ich dachte. Ja, und jetzt lass uns abhauen, damit das auch so bleibt. Ich kann noch nicht zurückgehen. Was ist denn noch? Ich muss das Shaganumbi-Idol finden. Ich habe es in einem Busch geworfen, als die Blauröcke kamen. Dann lass uns dorthin gehen. Chi, Hoshi, folge mir. Ah, ihr könnt doch nicht normal sprechen. Ich habe keine Ahnung. Chi, Hoshi. Komm, hast du nicht auch ein fröhlich Liedlein auf dem Rücken? Hier habe ich das Idol weggeworfen. Geh du es suchen, ich halte ein Auge auf die Blauröcke. Das macht sehr viel Sinn, da du ja das Idol weggeworfen hast und ich es jetzt suchen kann. Oh, hab's gefunden. War leichter als gedacht. Ich hab das Idol, wir können gehen. Gut gemacht, Hoshi. Los, weiter. Selber, Hoshi. So, also, Sommer, bist du häufiger hier? Machst du so häufiger Reisen? Wo ist, wo geht's denn jetzt lang? Wollen wir nicht, müssen wir nicht da hoch? Hä? Bin ich jetzt gerade verwirrt? Warte, wieso gehen wir denn jetzt zum Tempel? Müssen wir zum Tempel? Ah, ich glaube, ja, ich muss nicht da... Ah, ja, ich glaube, ich muss das Ding zum Tempel bringen. Oder? Hier müssen wir vorsichtig sein. Du darfst nicht zu nah an den Tempel der Erde herangehen. Nicht. Sonst werden wir angegriffen. Sind dort nicht die Krieger aus deinem Lager? Chi, das ist richtig. Die Tonka haben den Befehl, auf alle zu schießen, die ihnen zu nahe kommen. Chakabakir und Crow dürfen nicht gestört werden. Klingt ja nicht gerade sehr gastfreundlich. Nein, aber wir dürfen nicht riskieren, dass der Zorn der Götter uns ereilt. Der Zorn der Götter? Frage Chani, wenn du mehr wissen willst. Gehen wir lieber weiter. Nee. Aber warte mal. Es wäre eigentlich ganz witzig, wenn ich ihn jetzt mit rüberschleppen könnte. Könnte ich nämlich schon mal die Wachen... Ne? Ja, siehst du? Kann ich die jetzt anlocken, dann muss er mir nämlich helfen. Ha! Yala, yala! Yala, yala! Ne? Raka, kämpfe! Boah. Ja, wie wär's, wenn du auch mal angreifst? Raka, Raka! Oh, verdammt. Komm, du bist doch ein großer Krieger. Wie wär's, wenn du mal gegen deine Leute für mich kämpfst? Weiche auch weiter tapfer den Speeren aus. Wie wär's? Geh doch mal in den Nahkampf. Ah, ich glaube, das war eine blöde Idee. Okay. Schlag zu! Einer ist schon mal down. Ja,
Du musst zuschlagen. Zeig mir sein Blut. Okay. Zweiter Down. Raka, kämpfe! Ich wollte aber... Genau, so. Für ein Raka, Raka. Oh, Ka, schlag zu! Ja, kannst du mir nicht mal helfen? Ah, der guckt nur zu die ganze Zeit. Jetzt schießen. Jetzt schon wieder daneben natürlich. Ja, vielleicht hätte ich die von Anfang an mal ein bisschen mehr in seine Richtung treiben müssen. Na, geh doch endlich mal drauf. Und los. Los. Also. Ah, endlich. Puh, anstrengender Kampf. Der hier noch. Noch ein Speer. Der andere ist sonst wohin geflogen, keine Ahnung. Wir bleiben zusammen. Ja. Hä, waren das nicht drei? Achso, den einen habe ich umgelootet. Genau. Jetzt speichern wir mal ganz kurz. Vorne haben wir nochmal zwei. Dann hier. Aha, da haben wir nochmal zwei und da haben wir nochmal zwei. Oh, ich muss sowieso gegen kämpfen, aber ich glaube, ich mache das... Mache ich das später? Mache ich das jetzt? Ich mache das später. Ich habe sowieso noch kaum noch Grog und Rum. Komm mit mir. Mir die nachher nochmal irgendwie vornehmen, indem ich die weglocke. Ja, jetzt wandern wir hier wieder weiter munter durch den Wald. Ich muss sagen, die Welt ist ja eigentlich ganz cool, aber manchmal ein bisschen leer. So zwischen den Stationen, finde ich, gibt es irgendwie nicht hier so viel zu sehen. Naja, egal. Naja, zum Glück sind wir gleich da. Diese einfachen Folgemissionen, die nerven auch so sehr. Weil man halt einfach nur folgen muss. Tahana. So, komm, wo wir jetzt hier schon so schön quatschen, wo kommt eigentlich der Name her? Ja, erzähl mir was. Los. Na, war ja eigentlich nicht. Ich danke dir, Gucho. Die Shaganumbi werden von deiner Tat erfahren. Das ist doch wundervoll. Du bringst Tahana zurück zu uns ins Dorf? Ja. Warum? Du meinst, warum ich euch helfe? Oh no. Warum schaffst du Dinge, bei denen wir Tonka versagen? Weil ich besser bin. Ich würde noch mehr schaffen, wenn du mich dabei unterstützt. Ono, ich traue dir nicht, Gucho. Ist nicht zu überhören. Ich komme schon dahinter, was du im Schilde führst. Der ist mir echt misstrauisch. Ja, das ist nichts Interessantes. Bleib wachsam. Achso, ja. Ich habe dich ja gerade hierher gebracht. Okay, eine Sache habe ich noch nicht ganz verstanden. Stell deine Fragen, Gucho. Achso, nee, das war einfach nur Fragen stellen. Gut, ich denk... Chi. Ah, die Frau von Son Goku.
So. Lass uns handeln. Ja, die hat auch nichts Spannendes gerade für mich. Hast du noch was? Achso. Ja. Ich habe Tahana befreit. Na, was sagst du jetzt? Tawonga, Pirat. Du hast wahr gesprochen und Taten gezeigt. Darum höre, was ich sage. Die Shaganumbi fürchten sich vor der Macht der Tivas. Bakir und die Tonkas folgen Kroh aus Angst vor dem Gaio Tiva.